Der Deutsche Ärztetag hat sich in dieser Diskussion sehr ausführlich mit allen Argumenten, kritischen Argumenten, die in den vergangenen anderthalb Jahren im Zusammenhang mit der GEÖ-Reform neu aufgeführt worden sind, auseinandergesetzt. Wir haben das, glaube ich, wirklich sauber abgeschichtet und kleinteilig über die Regelung diskutiert. Und insofern bin ich mit der Diskussion sehr zufrieden und natürlich erst recht mit dem sehr eindeutigen Abstimmungsergebnis. Für die weiteren Verhandlungen bedeutet das, dass wir jetzt mit gutem Gefühl und starker Legitimation auf die PKV wieder zugehen können, sagen können, dass wir uns im Rahmen der Bundesärzteordnungsänderung und des Paragrafenteils einig sind und diesen Konsens jetzt leben können und dass wir uns mit voller Kraft auf das Thema der Bewertung und dann anschließend auch des Verhandlungsproduktes, mit dem wir an die PKV herantreten können, konzentrieren können. Der finale GEÖ-Entwurf wird vorliegen, wenn er fertig ist, sage ich mal etwas salopp, so schnell wir es leisten können. Und das hängt dann nicht nur von uns ab, es hängt auch davon ab, wie gut uns zugearbeitet wird von Seiten der Berufsverbände und Fachgesellschaften. Ich hoffe, dass wir es tatsächlich bis zum Ende dieses Jahres schaffen. Das ist ein hochambitioniertes Vorgehen und hochambitionierte Linie. Ich kann es aber nicht versprechen. Das hängt wirklich von vielen Imponderabilien ab, auf die wir nur bedingt Einfluss haben.